Nun weiter geht's mit Diddy Kong Racing für die N64. Ich bin Peruaner und wir befinden uns im Weltall. In dem, ja, in der Fortsetzung von Diddy Kong Racing, das erste Abenteuer, könnte man so sagen. Und tatsächlich kommt jetzt eine Silver Coin Challenge. Das macht mir ein wenig Angst in diesem Level. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo die alle platziert sind. Naja, gut. Hier sind schon mal keine. Ich habe irgendwie eine eingesammelt. Gut. So, dann an beiden Seiten eine gelagert. Gelagert. Gelegen. Wo muss ich hier genau hin? Da oben durch. Nämlich verarschen. Unten gibt es ja auch einen Weg. Ich muss bestimmt auch unten lang. Okay, das ist gerade so eine Sache. Ich muss ja erstmal mal die 8 überhaupt finden. So, 4 sind noch da, die ich sammeln muss. Ich muss hier mich schon wieder so konzentrieren, dass ich mich wieder nicht drauf... wiederum auf das Kommentieren konzentrieren kann. Die haben sie auch noch extra in so einen Baum gelegt. So, wie soll ich denn bitte schon da oben dran? Ohne getroffen zu werden. Unten war auch eine, das habe ich gesehen. Nichts entgeht meinem Auge. So, hier wiederum muss auch noch irgendwo eine versteckt sein. Oder nicht? Ach nee, ich weiß ja, wo die letzten beiden sind. Ich bin ja kein kleiner Dummer. So. Scheiße. Vielleicht doch ein bisschen dumm. So, hier war das auf der Seite. Ich brauche wahrscheinlich den auch noch dann später. So. Ich habe richtig gesehen. Hier war der. Da ich nicht weiß, wo ich hier rauskomme. Hier komme ich raus. Gut. Jetzt weiß ich, wo ich rauskomme. Aber sonst hätte ich das Power... sonst wäre ich auch durch den Ring... einfach so geflogen. Aber ich habe diesen einen Ring da einfach übersehen. Überfahren. Bin dran vorbeigefahren. Okay, wenn man es so nimmt. Damit ich nicht so stark in ein neues Gebiet reinfahre. Das hätte mir Zeit gekostet. So. Das ist jetzt vollbracht. Dann hier rein. So. Das Gute an der Map ist, die können nicht so weit verteilt sein. Zwei habe ich schon mal übersehen. Ich glaube, mir kommt das fast so vor, als ob man hier, ob ich gerade vergesse, warum ich überhaupt hier bin. Oh Gott. Einen habe ich eingesammelt. Dieser ansteigende Schwierigkeitsgrad gefällt mir gerade nicht. Aber naja, okay, die Strecken sind ja auch... total... oh nein, wieder eine verpasst. Total läuft für mich, deswegen... verpasse ich noch so viel. Das ist traurig. Hinter mir ist auch noch einer, ich höre das doch schon. So, dass ich da gerade überlebt habe, war ich, glaube ich, eher ein Wunder. Zwei habe ich da vergessen. Die habe ich mitgenommen. Zwei habe ich vergessen, das weiß ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo habe ich jetzt die anderen gelassen. So. Ah ja, die war hier in der Mitte. Stimmt, auf einem dieser Beschleunigungsdinger. Genau. Da. Okay, jetzt muss alles richtig gut laufen, sonst habe ich gleich, sonst kann ich den nochmal von vorne fahren. Das wäre
blöd. Okay, das ist noch zu machen. Ich hol mir den Pott noch. Ich bin Dritter und nur die beiden Vollpfosten sind vor mir. Es hat sich gerade angehört, als ob das Wort Vollpfosten den wehgetan hat. habe ich den jetzt wehgetan? Naja. Ich schätze Benjo und den Waschbär nicht so. Das sind beides Arschlöcher. Ja! Perfekt, perfekt, perfekt. Jetzt nur noch den Platz halten. Dann habe ich auch die Welt geschafft. Ah, herrlich. Das alles beim ersten Anlauf. Okay, jetzt bin ich in eine Blase reingegangen. Herrlich. So. Jetzt müssen wir hier rein. Spaceport Alpha. Hier sind die bestimmt bekloppt verteilt. Ah, okay, vielleicht denke ich auch schlimmer, als es überhaupt ist. Einfach. Weil ich weiß, wo man alles was verteilen könnte. Ich bin nicht deswegen schon so geschädigt. Ja, nach oben, ich Idiot. So, da ist nämlich noch was. Noch bin ich... Okay, das ist auch nicht schlecht. Da habe ich einen übersehen. Wo ist das? So. Sag mir jetzt mal eine, wo ich zwei übersehen habe. Ich weiß es nicht mehr. Scheiße, ich hab's nicht mehr, ich hab's vergessen. Wo ich zwei vergessen habe. Und nach oben ziehen. So. Ich sehe immer noch keinen Ort. Hier, da habe ich eine übersehen. War da oben noch eine? Ich hab's... Ah, Schande. Ich habe das Gefühl, dass ich Erster auch nicht mehr werde. Konzentration. Ja, ich werde wieder leiser. Ah, ich kann noch mal gucken, wo die letzte war. Ja, hier oben. Darum kann ich das alles normal machen. Sorry, ich muss da leiser sein. Das ist dann eher, das ändert sich. Das läuft dann alles so hinaus, dass es ja fast eher wie ein Walkthrough sich anhört. So, erstmal versuche ich jetzt mal ein bisschen Vorsprung zu kriegen. So. Dann war da eine. Dann haben wir hier am Boden eine. Da oben war eine. Und dann da oben. So. Ja, ich weiß, wo der Rest ist. Gut. Das dürfte ich dann eigentlich auch nächste Runde geschafft haben. Wenn ich jetzt nicht noch ein bisschen bekloppter fahren würde. Wow. Okay, aber das dürfte ich noch einholen. Genau deshalb, weil die hier immer versagen. Obwohl ich auch nicht gerade besser bin. Wow. Und Kurve? Kurve bekommen. Ich habe alle Münzen.
nochmal eine Falle auslegen und jetzt nur konzentrieren aufs Fahren. So hoch. Yeah, das Manöver war nicht schlecht. Entschuldigung, ich musste gerade mein Mikrofon ein wenig richten. Es könnte laut bei der Aufnahme sein. Autsch. Ich habe einen guten Vorsprung. Ich habe so einen geilen Vorsprung. Ist das hammermäßig. Ich freue mich so. Das macht hier tierisch Spaß. Die Herausforderung, die man hier immer wieder hat, ist geil. So. Oh, ja. Das war unser 46. Ballon. Jetzt holen wir uns den 47., den letzten, aber auch in der nervigsten Welt. Und ich frage mich, wo hier die Silver Coins gelegen liegen. Die sind bestimmt richtig fies. Ich habe so das Gefühl, ob man bestimmt da runterfahren muss, um dann eine Silver Coin zu kriegen. Wenn das so ist, dann das wäre fies. So, eine. Noch eine. Schutzschild schon mal anmachen. Ja, die meisten sind hier verteilt. Okay, das hätte ich mir auch... Ah. Da ist eine drauf. So. Haha. Da hinten in der Ecke. Okay, da habe ich dann... Dann habe ich alle. Das ist wirklich nicht so... Wer, das könnte ich auch wieder schaffen. Also irgendwann schaffe ich es, klar, aber das könnte ich eventuell gleich in der ersten Runde hinkriegen. Ich will mich jetzt auch nicht zu gut irgendwie darstellen, aber wenn ich nichts Blödes anstelle. So, die letzte war, glaube ich, da hinten in dieser schweren Ecke hier. Genau. So. Tahaha. Dachte, er könnte mich überholen. So ganz einfach. Und so. Hm. Jetzt, wo ich den Trick mit dem Busten raus habe, bin ich... Habe ich nur einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen. Das ist schön. Oh nein, 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 nein. Hier darf ich ihn noch nicht einsetzen. Ich habe ihn nicht eingesetzt. So glücklicherweise, aber ich bin aus Versehen von der Taste gerade gekommen. Deshalb, es hätte auch brenzlig ändern können. Also, was ich gerade gesagt habe, war einfach, na egal. Ich wäre fast wieder von der Bahn darunter gefallen. Und das wäre scheiße. Aber diesmal schaffe ich das auch wieder erster. Sogar einen schönen Vorsprung auf den zweiten. Yeah. Und damit habe ich das alles geschafft. Was passiert jetzt? Moment mal. Ich habe noch nicht zugestimmt. Wie das soll auf den nächsten Part verschoben werden. Mhm. Ich habe nicht gesagt, dass ich die Herausforderung schon annehme. Verdammt. Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder zu Diddy Kong Racing. Ich bin Peruana und bis dahin. Ciao, ciao.